Willkommen zum Wochenbericht Nummer 8. Heute am Sonntag, dem 28. April 2013, der letzte Sonntag kurz vor dem Mai. Und wir fangen dann gleich mal an. Eine wichtige Info wieder, die Timestamps oder diese Zeitstempel findet man unten in der Beschreibung. Da kann man draufklicken zu jedem jeweiligen Thema. Ja, nur so eine kleine Anmerkung am Anfang des Videos. So, kommen wir nämlich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Diese Timestamps, das hat mich gerade irgendjemand unter dem Video mal nachgefragt. Das Video ist viel zu lang und ich kann mir nicht alles anhören und so weiter. Deshalb gibt es nämlich extra unter jedem Video auch mal diese Timestamps, die ich reinhaue. Also Timestamps ist halt der englische Begriff für diese Zeitstempel. Gucken wir zum Beispiel mal hier rein, beim Wochenbericht Nummer 7. Dann kann man hier unten in der Beschreibung einfach hier alles anklicken, 0017, dann würde man automatisch zu der Zeit kommen, 456 und so weiter. Und ja, deshalb, falls jemand nicht die Zeit, ich weiß, dass ihr alle nicht die Zeit dafür habt, alles anzugucken, jedes Mal. Deswegen gibt es extra diese Zeitstempel für euch, nur für euch. Ich mache mir die extra Arbeit nur für euch, damit ihr nicht alles anhören müsst oder zu bestimmten Stellen springen müsst und dann etwas Wichtiges nicht mitbekommt. So, ja, und deshalb einfach in die Beschreibung, könnt ihr darauf achten, jedes Mal ist es mit drin. Wenn nicht, ist es kurz nachdem das Video öffentlich ist dabei, aber ich werde das eigentlich immer machen. Und ja, gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema, das mit den Timestamps habe ich jetzt nur so kurz reingefügt. Weil mir das letztes Mal schon aufgefallen ist. So, kommen wir zum ersten Punkt. Automatische Aktivierung von TrueView Inslate anzeigen. Das wollte ich eigentlich schon letzte Woche mit in die Videos rein, in den Wochenbericht reinnehmen. Und zwar kann man hier, nehmen wir uns zum Beispiel mal ein älteres Video, was ich hochgeladen habe. Nehmen wir zum Beispiel mal das hier. Nehmen wir das hier. Wochenbericht Nummer 7. Da gibt es ja dann immer hier so schöne. Okay, hier war es nicht. Ist ein ganz doofes Beispiel. Nehmen wir das hier. Hier müsste es eigentlich drin sein, habe ich recht? Auch nicht. Ach mein Gottchen, weißt du, da möchte man was zeigen. Dieser komische. Der Vorschau-Effekt, wie auch immer man das nennen wollte. So, das hier müsste es aber irgendwo sein. Genau, TrueView Inslate Anzeigen sind nämlich solche Anzeigen, wenn man, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das Video starte, ich möchte jetzt nicht machen, wenn man das Video anfängt zu starten, dann kann man auswählen zwischen drei Werbeunterbrechungen oder einer einzigen Werbeunterbrechung, die 3-4 Minuten lang geht, oder ganz normal diese zwei Standard-Werbeunterbrechungen. Das ist das, was ich eigentlich niemals aktivieren werde, dieser Haken hier. Denn das ist einfach nur so nervig für den Zuschauer, so abnormal nervig, dass ich das einfach rausnehme. Zwar bringt es wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld im Endeffekt, aber ich habe es einfach keinen Bock, euch sowas anzutun. Und YouTube hat eigentlich jedem YouTuber in den Arsch getreten und hat bei jedem Video, bei wirklich jedem Video letzte Woche irgendwann, ich glaube hier am 20. war das, hat bei jedem Video diese Anzeige aktiviert. Das heißt, ich müsste bei 2800 Videos diese Anzeige wieder automatisch deaktivieren, manuell. Damit ihr diese Werbung nicht habt. Ich habe es jetzt halt nur bei den wichtigsten Videos, zum Beispiel Catch a Timo Nummer 1, die ersten Folgen von den Projekten, damit die Zuschauer nicht deshalb schon abgeschreckt werden, dass sie Werbung auswählen müssen, die sie anschauen. Da hat YouTube sich irgendwie ein bisschen selbst ins Bein geschossen, denn somit werden die Leute Adblock noch ein bisschen besonderter benutzen und finde ich einfach nur zum Kotzen. Ganz ehrlich, das ist ne unverschämt, dass sie wirklich bei jedem Video TrueView Inslate Anzeigen aktiviert haben. Das geht gar nicht, ey. Also ich habe sich auch schon viele aufgeregt darüber, dass das gemacht wurde, aber bis jetzt habe ich von YouTube auch noch kein Statement dazu gelesen, warum die das gemacht haben oder ob es ein Fehler war, weil man müsste das Video für wirklich, diese Option für wirklich jedes einzelne Video händisch rausnehmen und das sind bei 2800 Videos, kann das mal unter Umständen schon bis zu 2 Tagen dauern, 2-3 Tagen. Darauf habe ich keinen Bock und deswegen lasse ich die bei den meisten Folgen einfach drin. Wenn ihr sowas seht, tja, ist das halt so, kann ich leider nichts ändern. Macht YouTube dafür schuldig, aber bitte nicht mich. So, kommen wir zum dritten Punkt. Ey, ich rede schon wieder, merken so voll viel, aber ist ja egal. Ihr habt ja die Timestamps in der Beschreibung, da könnt ihr alles zu allem Wichtigen hinklicken. Kommen wir zum dritten Punkt, Werbung. Unter den vielen Kommentaren wird ja meistens, kann ich jetzt leider nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Kommentar das war, oder die vielen Kommentare, du hast 2000 plus Videos, aber nur so wenig Abonnenten, warum schreiben die Leute so wenig Kommentare unter deine Videos und so weiter.
Deswegen, ich habe doch immer einen netten Kommentar darunter, ein bisschen diskret Werbung für mich machen, nicht unter irgendwelchen Videos rumspammen. Aber man kann mich doch immer mal empfehlen, irgendwelchen Leuten, Facebook oder Real Life, wer Interesse dran hat. Oder ihr kennt bestimmt im Internet genug Leute, die sich das angucken wollen. Aber bitte nicht rumspammen, auf diese Werbung habe ich wirklich gar keine Lust. Wirklich einfach mal nur so ganz dezent meinen Namen reinwerfen, eventuell den Kanallink und so weiter. Aber nicht unter jedes Gronkh oder PietSmiet oder PewDiePie Video meinen Channel spammen oder der und der ist der Beste und so weiter. Das mag ich nicht und das hat im Endeffekt dann nur eine negative Auswirkung auf dein ursprüngliches Ziel. Deswegen lasst es dezent und spammt bitte nicht irgendwo rum. Kommen wir auch zum Punkt, der eigentlich direkt in Verbindung damit steht. Ihr könnt meinen Kanal ja in eure Abo-Box aufnehmen, wenn ihr einen auf einen YouTube-Kanal habt, den ihr aber meist habt, wenn ihr mich abonniert habt. Und zwar steige ich dann nicht nur vom Verteilungsgrad-Level, keine Ahnung, wie man das gerade nennt. Je häufiger man halt in der Abo-Box ist, desto weit verbreiteter ist man, desto höher ist die Chance, dass man mal entdeckt wird und so weiter. Und es gibt ja auf Social Blade so einen schönen Button, also Channels Box. Das heißt, ich werde derzeit in drei anderen Abo-Boxen genannt. Einmal Black Pete, einmal Iranios LP und einmal Alexander TYER. Und in meiner Channelbox ist einmal PietSmiet, einmal Betagott. Also ich kann ja immer sehen, was aber nicht wirklich so stimmt. Ich weiß nicht, inwiefern das genommen wird, aber hier zum Beispiel, ich glaube, hier war das. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Abo-Box, das müsste eigentlich die Abo-Box sein bei dem neuen Design, und da bin ich auch drin und das wird mir hier nicht genannt, deswegen weiß ich nicht. Ihr könnt mich trotzdem netterweise aufnehmen, wenn ihr möchtet, das ist auch noch ein bisschen mehr Werbung für mich, so zum Teil zum dem, was ich gerade gesagt hatte. Ja. Macht's, wenn ihr mich mögt, macht's nicht, oder, ja, wäre halt natürlich ganz geil, wenn ihr das machen würdet, ne? Okay. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt, was wieder ein bisschen LOL betrifft. Scrims extra oder im Teamranked Playlist drinnen lassen. Ich hab ja, ihr habt ja gemerkt, dass ich diese Teamranked zwar ein bisschen außerhalb von dem normalen, Season abschweifen, wie auch immer ich das nennen möchte. Hier haben wir zum Beispiel, wo haben wir es denn? Hier. Was noch irgendwann später kommt, ein Teamrank gegen einen bestimmten Clan. Sowas hat Xubat gemeint, nennt man Scrims. Das machen die Großen immer. Es ist mir eigentlich völlig egal, wie das genannt wird. Hier steht jedenfalls Let's Play League of Legends, Teamrank versus und dann der Clan-Tag. Und meine Frage an euch, wollt ihr das in einem extra Playlist haben oder wollt ihr das jetzt in der ganz normalen Teamrank-Playlist drin haben von Season 3? Extra Playlist fände ich nicht ganz so toll. Deswegen habe ich es erstmal in die eine Playlist mit reingenommen. Warum auch nicht, sind halt Teamranks. Teamranks muss ja nicht unbedingt immer über Elo oder so gehen oder League-Punkte. Kann ja auch einfach nur so zum Kräftemessen sein. Deswegen gegen TTP und gegen EXP, RNK oder so hießen die anderen von Xubat-Kollegen. Ja, deswegen meine Frage an euch, Scrims extra oder im Teamrank drin lassen. Ich denke mal, aber ihr wird auch dafür sein, dass die Videos weiter in der Teamrank-Playlist mit drin sind. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr da eine Meinung habt oder nicht oder was auch immer. Ja, ich möchte jetzt nochmal einmal anmerken, am 1. Mai das 1000 Abo Special, was ich ja machen möchte, der ganztägige Stream von bis ich aufstehe, von bis zu schlafen gehen, sind, keine Ahnung, ich werde, hier steht ja schon spätestens 11 Uhr, ich werde nicht so lange schlafen, nur extra für euch. Es ist immer noch ein Feiertag, es ist immer noch Mittwoch, es ist kein Freitag, wie einige Leute ja schon fälschlicherweise angenommen haben. Also spätestens 11 Uhr anfangen. Ich werde versuchen, bis dahin schon wach zu sein. Ansonsten, ja, lasst euch überraschen. Und dann, ich muss nicht nur LoL spielen. Also ihr könnt mir auch, keine Ahnung, es gibt dann noch diese Browser-Games hier, Hexball oder wie das alles heißt. Wenn ihr darauf Lust habt, mit mir zu spielen, oder hier gibt es auch noch wie Tetris Online, gibt es auch noch, habe ich auch mal früher auch mal gern gespielt. Ja, wenn ihr dann darauf Lust habt, dann, ja, wir müssen nicht nur LoL spielen. Also ich habe ja sicherlich nicht nur Abonnenten, die nur LOL gucken oder spielen oder was auch immer. Die wird ja auch aus anderen Spalten kommen, die ich aus anderen YouTube-Projekten, die ich hochgeladen habe. Und deshalb, ja, muss nicht nur LOL sein. Und spätestens 11 Uhr, eventuell irgendwann bis 20, 23 Uhr, eventuell. Mal schauen. Gut. Dann haben wir den nächsten Punkt Kommentare als Nicht-Spam markieren.
Da kann ich ja allerdings irgendwas zeigen. Ich glaube, das hatten wir schon gehabt hier. Das hier war's. Ja, von Shiny Man zum Beispiel. Bei ihm ist es mir besonders aufgefallen. Er ist ein aktiver Kommentarschreiber, das kann ich ja sagen, das muss man sich keiner für schämen. Aber das Problem ist von YouTube, ich weiß nicht nach welchem Algorithmus die arbeiten, aber einige Kommentare von ihm werden als Spam markiert. Ich bezweifle mal, dass es irgendwelche von euch sind, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es keine von euch sind. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel Kommentare seht, aber da ich hier eine Mail bekommen habe, ist das jetzt kein Spam-Kommentar gewesen. Sonst wäre ja dieser Kommentar wurde als Spam markiert. Wenn ihr sowas seht, dann bitte mal erstmal durchlesen den Kommentar und dann auf Nicht-Spam markieren. Das heißt, dass er dann ganz normal angezeigt wird für mich und dass ich eventuell, weiß ich gar nicht, ob ich dann eine Benachrichtigung bekomme, weil viele Kommentare sind von Shiny Man schon durch die Lappen gegangen. Er meint auch selber, dass er gemerkt hat, dass ich nicht geantwortet habe und ich habe ihm halt nochmal darauf hingewiesen, dass seine Kommentare als Spam markiert. Bei ihm habe ich es nur besonders gemerkt. Ich habe bis jetzt noch keinen anderen gesehen. Eventuell, weil er zu aktiv Kommentare schreibt. Das weiß ich nicht. Davon gehe ich aber nicht aus, weil so übermäßig schreibt er nicht wie viele. Er schreibt zwar gut viele, aber ich würde mal nicht so sagen, dass es als Spam durchgeht. Und deshalb, ja, wenn ihr sowas seht, vor allem bei Shiny Man, wenn es als Spam markiert wurde, mal bitte als Nicht-Spam markieren. Würde mir helfen, würde auch ihm helfen. Denn dann lese ich auch seine Kommentare. Und kann sie dann beantworten, was ich ja immer gerne mache. Also, können wir gleich noch einen Punkt dazu schreiben. Ihr könnt ruhig gerne mal ein paar mehr Kommentare schreiben. Ich sehe ja immer 200 Views zum Beispiel auf dem Baron-Stil von Six. Und nun kam in Anführungszeichen nur 12 Kommentare. Ist zwar schon ganz okay, aber mit 203 Views sind 12 Kommentare doch schon recht wenig. Deshalb, falls ihr Lust habt, schreibt mir doch einfach ein paar Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben, weil bei 200 Views nur 11 Daumen nach oben, Mensch, da geht auch noch mehr. Seid nicht so faul, ihr könnt mir gerne sagen, was besser ist. Ja, ansonsten, ich möchte euch nicht zwingen, Kommentare zu schreiben, ich möchte euch nicht zwingen, zu liken, aber das ist halt nur ein kleiner Mausklick mit dem Liken, mit dem Kommentieren, das ist halt schon ein bisschen länger, aber ja, wenn ihr Spaß dran habt, dann macht's, wenn nicht, dann nicht, dann ist das halt so. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, Epic LOL Moments. Mir wurden schon hier einige LOL Replay Dateien geschickt. 4 Stück, wie man sehen kann, wie man gerade sehen konnte. Und zwar, ja, ich habe ja letztens schon aufgerufen, dass ihr mir gerne Epic LOL Moments schicken könnt, aber allerdings erstmal nur die LRF Datei. Oder natürlich könnt ihr mir auch die richtige Datei schicken, die zum Beispiel mit Fraps aufgenommen wurde. Die ist noch ein bisschen größer, aber das Google Konto hat ja zum Glück 10,1 GB. An freiem Speicher ready. Deswegen entweder die LOL Recorder File Datei oder die richtige Datei einfach an meine Google Adresse darkhunter.rpgx@gmail.com. Kann ich ja gern nochmal hier hinterschreiben. darkhunter.rpgx@gmail.com. Ich gucke da immer rein. Am besten den Betreff LOL Replay nehmen, so wie ich das hier schon. Na, wo hatte ich es geschickt? Geschrieben meine ich, in welchem Wochenbericht? Ist das schon so lange her? Ist ja unglaublich. Ja, hier Tatsache, am 7.4. war es das Epic LOL Moments mit dem Betreff LOL Replay an darkhunter.rpgx@gmail.com. Ja, dir gucke ich jeden Tag rein, da läuft ein Filter, das heißt, ich sehe das auch. Das geht direkt in den Ordner, wenn der Betreff LOL Replay beinhaltet. Ja, und das gucke ich mir dann an, am besten noch die Zeit und den YouTube-Channel dazu posten, damit ich euch in der Beschreibung verlinken kann, so wie bei Baron Steel hier von Six. Kann man hier unten sehen. Da hat mir YouTube Tatsache die Dings geklaut. Die Beschreibung. Okay, dann reiche ich das ganz kurz nach. Nicht, dass ich das dann noch vergesse. Das weiß ich ja zum Glück noch, von wem das war. Tatsache hat mir YouTube echt das Ding geklaut. Ist ja unglaublich, was die machen, ey. Die haben schon ziemlich krasse Methoden drauf, ey. This replay was sent from... Zack. So. Speichern. Weiß ich, also er hat auch gesehen, dass er in der Beschreibung genannt wurde. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum YouTube das gelöscht hat. Da, keine Ahnung, die haben derzeit wohl verdammte Macken, aber da komme ich gleich noch zu dem Punkt dazu.
Ja, ansonsten, ihr werdet hier in der Beschreibung verlinkt, auf jeden Fall. Ihr solltet ein Anrecht darauf haben, wer dieses Replay eingeschickt hat. Die Playlist. Und hier habe ich noch unter einen in die Beschreibung reingepackt. You can send me your LF. Da ist auch ein Videoclip für your epic moment via E-Mail at darkhunter@gmail.com with the lore replay as subject. Also als Betreff lore replay and tipseln. Muss nicht sein, aber es ist halt ein bisschen leichter für mich. Gut. Zum nächsten Punkt. Wer Freaky zockt ab und zu schaut oder wer ihn abonniert hat oder was weiß ich, hat gemerkt, dass er heute zwei Videos oder ein Video, weiß ich gerade gar nicht, von der TGN Olympiade hochgeladen hat. Wie wird da geschrieben? So, Freaky zockt. Ach Gottchen, ich bin zu blöd zum Tippen. So. Und zwar hat er eine TGN Olymp. Mein Gott. Okay, versuchen wir es somit. Da haben wir ihn. Okay, das ist 3A und nicht. Der Mike. Genau. Und hier kann man so, schon als seinen Trailer sehen: TGN Minecraft Olympiade, Achtelfinale 1 von 2, also Part 1 von 2. Ist auch schon ganz gut geklickt worden. Kann man hier sehen. Stop Download. So. Und zwar habe ich da mitgespielt, weil es halt so ein kleines TGN Minecraft Olympiade war, wie es schon im Titel steht, und ich auch ein Netzwerkpartner von TGN bin. Hat der einfach mal rumgefragt gehabt, wer mitspielen möchte. Ich habe mich einfach mal beteiligt und der meinte einfach, ja, kannst mitspielen, warum nicht? Und in dem Video ab Minute, da, hier, das müsste es sein, ab Minute 12.11 oder, ja, 12.11 kann man dann mein Battle sehen gegen den Herrn Blaze. Das ist aber alles noch im Video erklärt, wer gegen wen spielt, was dieser Map ist, was man machen muss und so weiter. Ja, hier hätte ich eigentlich den Link kopieren können, das habe ich sogar reingetipselt. Hier ab 11.45 fängt es an. Da kann man nämlich gerne beobachten gegen den Herr Blaze beim Bogenschießen auf Schneemänner. War sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, das Video. Ich habe es mir selbst nochmal angeguckt. Das war am Ende wirklich haarscharf. Also, guckt es euch an. Ich werde euch nicht sagen, wer der Sieger ist. Aber, ja. Guckt es euch an, ihr könnt euch gerne natürlich das ganze Video angucken. Ich werde es auch machen, sobald YouTube endlich mal wieder mit seinem Problem fertig ist. Ich kann das Video nämlich kaum laden, ohne dass ich die ganze Zeit Pufferzeiten habe oder das Video auf Null zurückgeht. Ist leider derzeit ein bisschen echt creepy. Es gibt natürlich auch noch das Video auf einmal auf TGN. Auf den Kanal, auf den es ursprünglich sollte. Na, machen wir das mal aus. So, da haben wir es hier, TGN Minecraft Olympiade. Ist nochmal exakt der gleiche Part. Das wurde halt nämlich extra eigentlich nur für diesen TGN-Kanal gemacht. Aber er hat es auch selbst nochmal hochgeladen. Ja. Er hat leider noch nicht uns in den Kommentaren verlinkt. In der Beschreibung verlinkt. Das wollte er eigentlich noch machen. Aber, ja. Ja. Er hat mit seinen Abonnenten oder Zuschauern auch viel zu kämpfen. Da Ketchup Fox hat sogar geschrieben. Kann ich ja gleich mal antworten. Gibt sonst ansonsten, glaube ich, hat keiner mehr zu mir geschrieben. Jedenfalls, ich komme mit dem Kommentaren lesen halt gar nicht hinterher. Weil ich halt keine Benachrichtigung bekomme, ist ein bisschen schwerer. Also, wer es angucken möchte, hier in der Beschreibung ist der Link dazu mit drin. Ja, der kann sich gerne das komplette Video angucken. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht gegen den Herr Blaze. War ein sehr schöner Gegner. Und kommen wir zum letzten Punkt, die derzeitigen YouTube-Probleme. Was ich gerade schon angemerkt hatte, dass die Videos nicht weiterladen. Oder dass TrueView Insulate aktiviert wurde bei wirklich jedem Video, bei jedem YouTuber, das heißt auch bei den großen, bei den größeren, und halt die ganzen, tja, was hat sonst noch für Probleme? Ja, diese ganzen Puffers und die Ladezeiten, was man auch mal mit YouTube Turbo nicht mehr umgehen kann über den Proxy, das heißt, sie haben irgendwo bei sich selbst die krassen, harten Hardcore-Probleme. Und deshalb nicht wundern, wenn mein Video kürzer ist als normal. Zum Beispiel, wenn ihr bei 90 Minuten seid, das Video ursprünglich 44 Minuten geht und dann auf einmal bei 90 Minuten abschneidet. Einfach F5 drücken, das Video neu laden. Und dann solltet ihr ganz normal eigentlich von der Minute 19 weitergucken können. Das hatte ich auch schon oft das Problem. Das liegt nicht an mir, das liegt an YouTube. Das, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Das ist mir eigentlich relativ egal. Aber ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Warum ist das Video nur so kurz? Dann werde ich euch aber genauso sagen, es ist nicht so kurz. YouTube hat es abgetrennt an dem Punkt und mit F5 kann man das beheben. So, ja, also kann ich leider nichts für, diese Pufferprobleme. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch mehr sagen wollte, mir fällt aber gerade nichts ein. Ja,
Deswegen. Puh, ja, also Puffer, das geht zurück zu 0-0. Keine Ahnung, Trivia Instant aktiv. Eigentlich, YouTube hat immer Probleme. Manche sind ausgereifter als andere und so weiter. Deswegen einfach mal ein bisschen chillen, YouTube ein bisschen Zeit lassen. Und ja, ich möchte gleich, kann ich einfach nochmal einen Punkt dazu sagen. Danke für 1000 Abos. Mittlerweile sind es ja fast 1100. Laut Socialbait sollte es eigentlich in 2-3 Tagen sein, dass ich 1100 habe. Weil, ja, ich bekomme ganz gute Abos dazu, nur dank euch. Finde ich ganz okay. Ja, das 1000 Abo Special kommt dann, wenn die 1100 sind. Ja, und hier kann man an den Statistiken sehen. In 207 Tagen habe ich die 2000 erreicht, in 889 Tagen die 5000, also fast in 3 Jahren kommt eventuell 5000 Abo Special, eventuell mache ich es aber auch bei 10.000, aber bis dahin ist ja noch eine ganze Menge Zeit. Und ja, 3 Jahre etwa. Ja, danke für 1000 Abos. Also hätte ich nicht gedacht, dass es mal so viele sind. Ich werde es auf jeden Fall eventuell nochmal im Stream ansprechen, wenn ich mal Gelegenheit habe, während wir mal nicht spielen. Und ja, danke für 1000 Abos. Danke für das aktive Zuschauen. Ich würde sagen, ich beende hier den Wochenbericht Nummer 8 am Sonntag, den 28.04. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in dem nächsten Video oder im nächsten Wochenbericht. Ich bin Dark und wir sehen uns. Haut da rein. Ciao, ciao.